Das ganz große Thema in den Finanzmedien war heute die Kursexplosion, die erneute Kursexplosion bei Tesla. Und die Frage, die sich stellt, es ist schon ein bisschen merkwürdig, vor allem heute und auch gestern, warum die Kurse vorbörslich so massiv steigen, nämlich dann, wenn das Volumen normalerweise relativ gering ist. Also stellt sich die Frage, oder kann man mal die Frage stellen, ist da vielleicht eine Intrige am Werk bei der Kursexplosion von Tesla? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist ja bekannt, wer auf der Short-Seite steht. Da ist zum Beispiel ein David Einhorn von Greenlight Capital, der sich verbale Schlagabtäusche schon mit Elon Musk geliefert hat, die Bilanz bei Tesla bezweifelt. Der hat, und das wissen wir aus dem sogenannten 13F-Filing, also aus diesen Bekanntmachungen, die alle Geldverwalter, die mindestens 100 Millionen Dollar verwalten, bekannt machen müssen. Da wissen wir, dass der Short-Positionen hat in Tesla. Er muss nicht bei diesen 13F-Filings das Volumen der Short-Positionierung bekannt geben, wenn es eine Option ist. Und David Einhorn von Greenlight Capital hat offenkundig jede Menge Put-Optionen auf Tesla. David Einhorn ist bekannt geworden, weil er einer derjenigen war, die das Platzen der Immobilienblase in den USA gespielt hat. Da sind bestimmt auch ein paar Leute, die ihm das so ein bisschen übel nehmen. Aber vor allem ist die Situation so, dass man natürlich weiß, dass ein David Einhorn short sitzt, dass ein Novogratz, der aus dem Kryptosektor kommt, massiv short sitzt. Also denkt man sich, naja, die Jungs, die kommen langsam unter Druck. Da kennt man sich ja in der Hedgefondsbranche zum Beispiel und sagt sich, hey, wir kaufen das Ding noch weiter rauf, weil dann kommen die Jungs immer weiter unter Druck und irgendwann müssen die abdrücken. Und dann explodiert der Kurs, was wir derzeit ja sehen eigentlich. Und das ist natürlich ein fetter Gewinn für diese Hedgefonds. Also wechselt praktisch das Geld von einem Hedgefonds zum anderen. David Einhorn, Novogratz verlieren es. Andere Hedgefonds, andere Banken vielleicht, die auch das Spiel mitspielen könnten, wissen das und profitieren massiv. Ist eine Theorie, ist Spekulation, aber wenn ich mir, wie gesagt, die vorbörslichen Bewegungen anschaue, die viel größer sind als das, was dann eigentlich im Handel mit der Tesla-Aktie passiert, dann liegt diese Theorie vielleicht gar nicht so fern. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an zu Tesla, bevor wir zum gesamten Markt kommen. Da sehen wir natürlich Dinge, die wirklich enorm sind. Alleine gestern, nicht heute, gestern hat Tesla mehr Marktkapitalisierung gewonnen, als zum Beispiel eine IBM komplett wert ist, als eine PayPal wert ist, als die Unternehmensberatung Accenture, als United Technologies, die im Dow Jones enthalten sind. Man könnte die Liste fortsetzen. Broadcom, auch nicht gerade ein kleines Unternehmen. Absolut der Wahnsinn, muss man sagen. Das sind Dinge, die normalerweise nicht passieren. Heute ist die Aktie nochmal massiv gestiegen. Wir haben jetzt einen RSI von über 93. Das muss man sich mal vorstellen. Diesmal ist alles anders, lautet die Message. Jim Cramer bei CNBC hat auf kritische Einwürfe auf den Kursanstieg gesagt, ja, das ist doch kleines Denken, Tesla wird alles revolutionieren. Das ist sozusagen die theoretische Fundierung. Wahrscheinlich sind aber pure Geldflüsse, die wissen, wer wo Schwierigkeiten kriegt, dafür verantwortlich, dass der Kurs so steigt. Als Argument wird dann eben ein solches Zukunftsszenario genommen, das aber faktisch wohl eh nicht eintreffen wird. Schauen wir uns mal hier auch den Kursverlauf von Bitcoin 2017 an, als hier die Blase massiv nach oben ging. Der Chartverlauf sehr, sehr ähnlich mit der Tesla-Aktie. Und inzwischen ist es so, dass Bitcoin überkaufter ist als damals Bitcoin auf der Spitze der 2017er Blase. Muss man sich auch mal vorstellen. Heute wurden zum Beispiel mehr als 16 Milliarden Dollar schon bewegt in der Tesla-Aktie. Das ist fast das Achtfache von Amazon, Apple und so weiter und so fort, die aber, naja, 7 bis 9 Mal größer sind als marktkapitalisierte Unternehmen. Das zeigt schon, da ist irgendwie echt was im Busch, da wird richtig reingeklotzt, offenkundig auf der Longseite. Manche müssen dann abdrücken, die den Schmerz als Shorties nicht mehr ertragen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Jetzt ist Tesla mehr wert an der Börse als Volkswagen und BMW zusammen. Naja, klar, man hat es natürlich verdient. Ansonsten ist natürlich die Stimmung großartig heute an den Märkten. Man sagt sich offenkundig an der Wall Street, naja, wir schauen schon mal, und auch an anderen Aktienmärkten, wir schauen schon mal hinter diese Coronavirus-Krise, also die Zeit danach, da werden wir dann eine massive Erholung sehen, dann wird alles gut. Nun weiß man aber noch gar nicht, wie die Krise wirklich ablaufen wird. Das ist das kleine Problemchen, das ich mit dieser Auffassung habe.
Das ist eine ganz große Unbekannte, hinter die man schon blicken will. Das ist sicherlich ein sportliches Unterfangen. Man sagt sich, okay, das wird nicht so schlimm werden, das wird irgendwann vorbeigehen. Natürlich geht jede Virusgeschichte vorbei. Die Frage ist nur, wie groß sind die ökonomischen Schäden bis dahin? Wie werden die Lieferketten zusammenbrechen? Wir wissen, dass Unternehmen wie Kia, wie Hyundai Schwierigkeiten haben, überhaupt ihre Materialien zu beziehen, deswegen die Produktion eingestellt haben. Und früher hat man gesagt, wenn die USA niesen, dann bekommt die Welt einen Schnupfen. Jetzt niest China und wir wissen nicht, ob die Welt eine Grippe bekommt. Heute ein Interview auch auf CNBC mit dem CEO von Basic Farm Toys, der 92% seiner Spielzeuge, die er dann in den USA verkauft, aus China bekommt. Der sagt, ja okay, wir haben in Erwartung, dass da diese Zollgeschichte eskaliert, haben wir schon viel, viel auf Lager gekauft aus China. Deswegen können wir da noch eine Zeit klarkommen. Aber wenn das bis April dauert oder bis Mai dauert, dann haben wir ein richtiges Thema. Das ist genau der Punkt. Viele amerikanische Unternehmen vor allem, die haben schon mal auf Halde gekauft, eben aus anderen Gründen eigentlich, die rechneten nicht mit einem Virus, sondern mit der Verschärfung des Handelskriegs. Der ist erstmal auf Eis gelegt und jetzt kommt eben dieser Virus. Und interessant ist, dass eben die Global Times, die ja nicht in Verdacht ist, hier Verschwörungstheorien, antichinesische oder Antiregierungsverschwörungstheorien hier zu schüren, weil sie selber praktisch Regierungsorgan ist, sagt, es gibt eben offenkundig Hinweise in zwei Fällen schon, dass nicht Übertragungen von Mensch zu Mensch mit dem Coronavirus passiert sind, sondern dass praktisch Gegenstände, die man benutzt hat, schon dieses Virus mit übertragen können. Das heißt, wer zum Beispiel etwas benutzt, einen Gegenstand benutzt, den ein Infizierter benutzt hat, kann sich selber infizieren. Das würde das Potenzial dieser Epidemie dann nochmal wirklich vergrößern zu einer Pandemie. Aber die Märkte sagen sich, hey, ist nicht unser Thema. Wir gucken schon mal dahinter und überhaupt haben wir die People's Bank of China auf unserer Seite. Wir haben die Fed auf unserer Seite. Dann war heute auch der Iowa Caucus, also diese Vorwahl der Demokraten. Da hat man befürchtet und vielleicht waren da ein paar abgesichert, auch mit Putz, dass man sich gesagt hat, okay, wenn Sanders da gewinnt und so einen Lauf bekommt, dann haben wir einen linken Radikalsozialisten, der vielleicht die Wahl gegen Trump verliert. Aber wer weiß schon, also da haben vielleicht manche ihre Position ein bisschen zurückgefahren heute, weil einfach das Wahlergebnis nach wie vor nicht bekannt ist, sodass eben der siegreiche Kandidat wohl auch keinen Rückenwind bekommt. Das ist das eine. Und die Zustimmungswerte von Donald Trump sind auf einem neuen Hoch. Das ist für die Aktienmärkte vielleicht keine ganz so gute Nachricht, weil wenn Donald Trump sich in einer starken Position wähnt, dann haut er schon mal lieber einen raus, als wenn er darauf achten muss, dass die Aktienmärkte nicht absaufen. Das mal nur am Rande. Schauen wir uns die Dinge in die Charts an. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, der Future. Heute weit über 200 Punkte gestiegen, ich glaube 2,5%. Und das eigentlich out of nothing, ohne wirklich belastbare Gründe. Einfach so, weil es möglich ist. Das ist wirklich eines der witzigsten Dinge heute. Wir sehen den S&P 500 bei 3.306 Punkte. Auch hier parabolischer Anstieg beim Dow Jones. Ganz ähnlich. Der DAX macht es ein bisschen mit, aber nicht so richtig. 13.289. Wir sehen Euro-Dollar jetzt wieder etwas unter Druck. 1,1036. Wir sehen bei der Flucht aus den sicheren Assets sozusagen, eben auch aus Gold, deswegen das gelbe Edelmetall unter Druck. 1550 und das amerikanische Crude Oil. Das ist nicht wirklich bullisch. Derzeit $50,45. Und wenn wir uns in Sachen Corona nochmal das anschauen, dann sehen wir, dass Kupfer hier seine 17-jährige Trendlinie nach unten durchbrochen hat und man soll, sagt hier eine Tweet, nicht unterschätzen, wo Kupfer überall gebraucht wird, nämlich Elektrizität, Transport, Elektronik, Maschinen, Bau etc. Also das ist schon ein guter Indikator für die Weltwirtschaft, aber die Aktienmärkte sehen es anders. Mal sehen, wer recht bekommt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.